Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Richtig. Zu zweit. Zu zweit, ja. Jo. Mit diesem Pyromane. Natürlich, hallo. Mit Skins, ja, und mit Facecams. Richtig. Und Double Facecam. Double Facecams im Endeffekt. Richtig. Und wir werden uns mit der Aufnahme so ein bisschen abwechseln, ne? Ja. Das heißt, Peter nimmt mal auf, ich nehme mal auf. Jo. Und ja, so wird das laufen. Genau, und das Ganze ist Minecraft Agrarian Skies, wie man schon sieht, ist ein Modpack von FTB. Peter Beast. Und genau, dann starten wir mal. Hier ist das Questbuch. Also im Endeffekt. In der Leiste. Im Endeffekt machen wir Quests, ja. Genau. Also du fängst quasi mit nichts an so. Wir haben eine Insel in der Luft, wenn du nochmal rausguckst. Also wir sind hier im Nichts, das ist nur die Insel. Und es regnet. Richtig. Ah, du hast das Geräusch, das Regengeräusch. Ja. Gibt nämlich diesen Rain Muffler, wenn man den hier anpackt. So, jetzt? Kein Regengeräusch mehr? Ja, jetzt ist das Regengeräusch. Sehr geil. So, meistens, okay, jetzt geht's auch wieder richtig nehmen. So, genau. Das ist ein Quest. Ach, was, wo, nee, wo ist das? Wo ist das Quest? Okay, ach, ja, aber du, ach, du hast keinen, ah, ja, stimmt. Ja. So, klick hier das Start. Ah, nee. Irgendwo gibt's auch, kann man eine Party machen, das wäre auch ganz gut vielleicht. Ach so, jetzt liest er das hier erstmal vor, muss ich noch rein. Ah, ich bin da. Man kann auf jeden Fall auch schon mal so viel sagen. Ich kenne mich mit dem Mod-Gebims hier überhaupt nicht aus. Mit überhaupt nicht, meine ich überhaupt nicht. Und ja, aber das wird alles auch erklärt, also in dem Buch immer. Guck mal jetzt in dein Buch. Und übrigens, wenn ich nach links gucke, da sitzt dann der Nehmer. Genau. Klick hier zu Start, ja komm. Ich hab dich invited, genau. Invited, wie kann ich denn mitten? In der Party. Dann werden die Quests, also wenn ich die Quest mache, dann hast du die auch gemacht. So, das ist ein bisschen praktischer. Also wie sehe ich das denn an, beziehungsweise wo sehe ich das denn? Ja, geh nochmal in das Buch. Jetzt klick mal auf das. Also ich hab hier diese Ansicht. Ja, ich hab hier diese Ansicht, du bist lustig. Mach mal rechte Maustaste. Geh nochmal, klick hier zu Start. Wenn mal, kannst du... Ich hab hier diese Ansicht, weißt du, das ist einfach das Beste. Sonst gibt es Deutschland das, ne? 9, ja. 13, 9. Ja, keine Ahnung, was du da wieder für eine Ansicht hast. Ich hab halt nicht... Ich hab keine Quest angewählt, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, wie man das macht. Keine Quest anwählen. So. Ja, so ist. So? Was hab ich denn gemacht? Ja, ja, da Party. Wir haben einfach einen Party Invite. Da. Nee. Ah doch. Ja doch. Ah. Ja, jetzt hier von so sehr geil, ist. Jetzt bist du drin, okay. Gut. Das ist eine Party. Das heißt, wir können jetzt Learning to Skyblock. Erste Quest ist Craft einen Output Plane. So, jetzt hier open. Using the book. Also. Rewards. Achso, man bekommt dann Belohnung, Oakwood Plants, Craft a Wooden Plan. Ja gut, das kriegen wir noch gerade hin, ne? Ja, ich hab schon den Zeppelin, aber jetzt... So, jetzt müssen wir... Das Mies ist, wenn wir davon kein Zeppelin kriegen, haben wir kein Oakwood Zeppelin. Also erstmal hier... So, Moment, ja. Kann man eigentlich irgendwie... Toggle... Z halt das Message. Piss dich, ey. Ach, von der Minimap, ja. Das war ein bisschen Erklärung, wie man das so macht, ne? Ja, ja. Da frage ich dich dann, wenn es wichtig wird. Oh. Na, wie, was machen wir, wenn kein Zeppelin kommt? Hier ist die wahrscheinlich. Da ist er noch. Das ist immer so ein bisschen mies, aber also, mit Zeppelin anfangen. Du hast auch gerade eingeklickt. Irgendwas, ja. Noch einen habe ich, ja. So, und hier ist nämlich noch. Warte. Ja. Da ist noch einer. Dort. So. Aber. So. Und man kann auch dazu sagen, Peter hat den Mod ja auch schon mal bis zu einem bestimmten Punkt gespielt. Genau. Ah, Woodland Craft, genau. Aber ich glaube auch noch nicht allzu weit. Doch, da drei Stück habe ich einfach schon bekommen. Nee, so im ersten Chapter nur ein bisschen rumgespielt. So, jetzt können wir uns hier den Reward abholen. Wie mache ich das? Muss ich auch erstmal... In das Buch rein? Nee, ich habe... da ist das Craft-Up, genau. Da, Claim Reward. Richtig. Hast so, du hast jetzt auch schon den Woodplank gemacht und deswegen genau. Haben wir den... Aha.
So, jetzt. Klingelingelingelingelingelingeling. So, Crafting Task, okay. Ja, jetzt damit. Also, und jetzt haben wir neue, ja? Manuel Submit. Ja, toll, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was du gemacht hast. Ich sag, Manuel Submit. Dann gibst du den quasi, den Woodfling. Gibst du ab. Und dafür haben wir jetzt... Delivery System. Richtig. Weißt du, bist du da, du bist ja hier voll am Durchwischen. Ja, der Anfang ist ja noch von innen interessant. Ja. Also. Wäre halt interessant zu wissen, was man hier überhaupt macht. Oder also ein Quarter of a Heart. Das hier ist uns auch wichtig, weil man nicht unbegrenzt Leben hat. Richtig. Die Leute, die jemand überhaupt nicht kennen. Das ist eine Hardcore-Map. Das heißt, wenn man zweimal stirbt, ist vorbei. Hookbein da. Jetzt haben wir hier und da. Use a hopper from the starting chest to feed plants into the... Aha. Genau, dieses Quest Delivery, hast du das, ah, das hast du auch gekriegt, geworden, eigentlich nur einmal. Okay. Egal, kannst du in die Strongbox in der Mitte packen, vielleicht. So, was müssen wir jetzt machen? Den Hopper nehmen, ne? Hardcore Quest, ist das dieser Block, oder was? Genau. You currently have not bound a quest to the Dingsy Bumsy. Ja, select task, und jetzt mit dem Buch rechtsklick, ja, funktioniert. Und jetzt müssen wir das mit einem Woodplank. Hau mal rein in den Hopper. Ein Woodplank. Ah, du hast keinen Woodplank. Ich hab einen Woodplank. So. Quest geschafft? Jawohl. Ist halt auch echt. Dann da links siehst du, dass da noch No Help Given ist jetzt. Also, das ist quasi zweiter Teil von der Quest. Die Quest sind nicht fertig. So. Jetzt müssen wir den Hopper abbauen und. You don't get to keep it. Make sure you break it with a pickaxe. Na gut. Gemacht und meine Submit. Irgendwas Spezielles. Da haben wir schon das erste Herz erstmal benutzen. Und den Back, den Master Map, also. What the fuck, Peter? Please don't rush! Ich würde gerne zumindest ein bisschen was verstehen, weil du halt schon den Anfang gespielt hast. Okay. Ach, übrigens, die Herzen sind, also die Leben sind geshared. Also du könntest theoretisch ganz oft sterben, ich wenig. Also. Ach so, okay. Ja, wo sieht man denn seine Leben überhaupt? In dem Buch. Da, wo man auch zum Party gehen kann. Ich weiß gar nicht, wie man hier, ich bin immer in dieser Quest-Auswahl, aber ich komme da gar nicht raus. Da ist. Wir haben zusammen 5 Leben und wenn ich das jetzt hier aktiviere, haben wir 6 Leben. Ja. Ich verstehe. Genau, und Reward Back haben wir noch, das kriege ich. Ah, geil. Das ist mein damit, da habe ich jetzt 2 Enderfische rausbekommen. Ich habe auch keine Ahnung, was man damit macht. 1% Chance to get this Reward, das ist so. Ja. Okay, but not great Reward. Ja. Alter, das ist so ein random Batch, ja? Heißt Benmore. Okay, keine Ahnung, was man damit macht, weil ich jetzt nicht. Jetzt mal hier rein. Quest. Immer Quest. Wir haben genug Quests. Kann man nicht stacken, auf jeden Fall. So, aber wir haben jetzt ja schon 10% von dem Anfang durchgemacht, ja? Ja, oh. Open. In the beginning. Würde ich sagen, mal nächstes. Was machen wir als nächstes? Ah, da. Dann nach rechts weiter, genau. Task with the player needs specific items, these do not have to be handed in. Having them in one's inventory is enough. So. Aha. Eine ganze Menge Zeugs. Ach, Chess können wir schon mal machen, das ist sehr sinnvoll. Die Crafting Station ist einfach nur eine normale Crafting Table. Einfach nochmal craften, einfach nur die Bank und dann hat man das. Das war eine saubere Erklärung, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding jetzt baut. Ja, hier, guck mal. Einfach Crafting Table und dann wird das einfach so eine Station. Also. Achso, okay. Das ist, genau. So, wir hatten das Ruhe, dann hatte ich kein Holz mehr. Irgendwann muss Holz fahren. Ja, wir können auch die Setting so als noch planten, oder nicht? Ja. Und dann wieder bauen wir. Ja, ich habe keine Bodenmühle. Da. Ah. So, come on. Das kann man gleich überall hin planten, die Settings. Was kann man? Nee, das ist ja Green Stained Clay. Das ist ja alles gar kein Dirt. Oh. Gar keine Erde. Achso, das ist Clay, Leute. Ja. Macht voll Sinn. Also, ja, damit man halt nicht überall planten kann, ne? Ja, das wird schon. So, jetzt bauen wir wieder alle Blätter ab und wieder diese Saplings zu. Und wenn du in der Quest da irgendwas bauen sollst und nicht weißt, wie das gehen soll, dann kannst du ja auch immer rechts am Rand in diesem Mod nachlesen, wie man das baut. Ja. Yay! Indem man dann mit dem Mod baut. Ups, ja, da habe ich gerade, ging ja das Holz nochmal hingesetzt einfach. So. Da, und wir haben
Probier das mal aus mit dem Craft. Du kannst einfach deinem Book dann gucken, wie die heißen. Dann nachgucken, wie das gemacht wird. Ich baue dann hier weiter, ja? Crafting Table. Also, ja, das ist auch erstmal über diesen. Aber was soll ich denn jetzt hier mitmachen nochmal? Irgendwas, was wir brauchen für die Quest oder was? Genau, im Buch kannst du ja nachgucken, was wir brauchen. Wenn du da auf die Dinger draufhältst, dann weißt du, wie die heißen. Partbilder, achso, und dann kann ich jetzt. Ah, hier du hast gar nicht. Mach mal Inventar auf. Ah doch, da rechts am Rand. Dann kannst du da unten in die Leiste eingeben, wie das heißt. So. Partbilder. Ja, und dann linke Maus drauf. Und dann hast du das Rezept. Und wenn du da von einem Teil, was du dafür brauchst, nicht weißt, wie man das macht, dann einfach da linke Maustaste drauf. Okay. Und dann hast du das. Dann Pattern, okay. Da kann man sich ganz gut durchklicken, dann kannst du eigentlich alles finden. Na gut. Das machen wir erstmal so, dann machen wir das so. Und dann habe ich schon wieder vergessen, wie es weitergeht. Okay. Stencil Table. Oh, jetzt habe ich ein Buch bekommen. Material and You. Ja, das von dem Mod. Das ist ein bisschen, ich denke, das Construct geklärt. Und jetzt habe ich ein Stencil Table gebaut, aber ich wollte ein Parkbilder bauen. Was ist das denn für eine Madness? Ups. Ja, schon leicht anfällig, ja? Ja. Ich muss mir da gerade was bauen. Oder hey. Oh, das Essen geht schon runter, das ist nicht so geil. Das stimmt, ja, das Problem hätte ich auch. Das was, hä? Was ist doch das, was ich gebaut habe? Moment. Das hier habe ich gerade eben gebaut. Ja, über. Achso, lol. Gut. Ja, okay, ja. Ist okay. Ich bin da muss man halt jetzt. Gibt's ja eigentlich auch diesen Mod, wenn ich unten einen Baum abschlage, dass der dann ganz auseinanderfällt? Ja, das ist Tinker's Construct, aber das ist halt ein spezielles Teil. Das kommt erst, naja, später. Ich weiß gar nicht, wie lange man bräuchte, um da ranzukommen an das Teil. Okay, also. Schön erstmal. Und bauen hier diesen komischen Table hin. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Da kann ich sie bauen. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch eine Oak Barrel. Das ist nicht jetzt immer so eine Sache. Der Anfang ist halt noch relativ simpel, schätze ich. Richtig, mal, ne? Ja, ja. Und relativ schnell auch. Die ersten Quests, da denkst du, ja, da wirst du durchgerusht. Aber wenn wir zwei Quests weiter sind, dann wirst du sehen, ja, das ist nicht mehr mit Rushen, dauert dann. Okay. Ich brauche euch. Und Holz brauchen wir dann nachher, und die Saplings brauchen wir auch in Massen, also fangen wir früher an, die zu farmen. Okay. So, das habe ich auch noch. Tada! Also es wird auch zusammengerechnet, ne? Eigentlich ganz cool so. Was zusammengerechnet? Hier, die Sachen, wir haben ja jetzt nicht alle Sachen, im Inventar, also, ne, das ist genau. Ja, auch wenn du die hinstellst, ja, du musst sie nicht im Inventar haben. Wofür brauche ich denn eigentlich so eine Barrel? Oak Barrel. Die stellen wir da außen auf, da kannst du Wasser drin sammeln zum Beispiel. Wenn es regnet oder was? Ja, ich stell die mal, also hier hinten vielleicht an die Kante oder so, oder da hinten, das ist ja nicht egal, irgendwo. Und wenn du die unter das Dach stellst, da kannst du zum Beispiel 8 Saplings reintun. Und die werden dann zu Dirt. Ich kann das mal machen hier, Kompost zu bereiten. Wenn du drauf hältst mal, halt mal Maus drauf, ne? Da sind jetzt 6 drin und dann tue ich noch einen rein, sind wir 88% und noch einen und dann fängt er an mit Composting. Wenn er fertig ist, dann ist es ein Dirtblock. Und das ist halt so, wie man hier Dirt machen kann. Ganz, ganz toll. So, ich gucke jetzt mal weiter. Was brauchen wir denn noch? Toolstation. Sag einmal, wenn du durch bist mit der Quest. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich nochmal Holz brauchen. Schätze ich mal. Achso, ja, dann nicht. Soll ich gerade ein bisschen was vorbeibringen? Crafting Table und Pattern. Okay. Das kriege ich sogar gerade noch so hin. Toolstation, check. Warum kann ich die denn nicht in die Ecke stellen hier? Das hat mir mehr etwas. Achso, weil da, dieser Mini-Block, diese Säule, diese rote Säule, die blockt das weg. Okay. Du musst auch gucken, an manchen Blöcken kannst du nicht sneaken, dann fällst du trotzdem runter. Echt? Ja. Ja, das ist gut zu wissen, ey. Ansonsten machst du direkt erstmal einen harten Abgang. Also ich glaube, am Rand geht das alles, aber in dieser Mitte ist ja so ein Loch. Und da kannst du ordentlich... So, jetzt habe ich einen Dirtblock. Yes. Woher ja, denn? Oh, aus dem Compositor-Ding. Achso. Ja, ne? Achso, Ja, kann man ein bisschen den Lab abchecken.
Was ist denn hier noch? Hier steht auch irgendein Ding. Road. Nee. Fancy Redstone Brick Cover. Genau. Das wäre übrigens cool, wenn du nicht so viel jumpst, weil, wegen bei Essen und so. Ja. Da steht auch ein Schild. Praise the Road. Praise the Road. Ich hab keine Ahnung, was das soll, oder. Ach, guck mal, über uns ist auch Zeug, ne? Ja, da sind diese Wolken. Auch von irgendeinem Mod. Von also irgendeinem Mod. Ach, sehr gut. Ja, gut. Ich würde aber sagen, den Dirtblock stelle ich jetzt hier einfach mal irgendwo hin. Ich platziere da noch einen zweiten Zeppelin drauf. Ich habe zwar kein Ding hier, aber. Aber wobei, ich habe sogar einen Apfel, ja. Ja, ich wollte eigentlich noch an einer anderen Stelle ein bisschen was wie die Baumfarben bauen. Okay, so, Moment, ich immer noch nicht, bin immer noch nicht mit der Quest fertig. Brauchen wir denn noch Hartbilder? Ah ja, dafür bräuchte ich Holz. Hast du noch Holz? Ja. Yay. Yay. Ich hab Holz. So. Warte mal, lass mal hier neben der. Nehmen wir das so. Noch frei, dass man da noch sagt. So, jetzt dürfen wir eigentlich fertig sein. Alles gebaut, was es so zum Bauen gab. Ja, dass man die Chests noch erweitern kann. 10 Apples. Pan of Destiny, Axe of Despair. Was ist denn da? Was ist denn eine Pan? Eine Bratpfanne. Naja, und damit kann man auch Gegner hauen, also so ein bisschen als Waffe. Ja gut, aber Gegner haben wir bisher noch nicht gesehen, ne? Ja, eine Axt kann man sich auch noch selber bauen. Wobei die Pfanne wahrscheinlich auch, aber ich. Ja, ich würde die Pfanne nehmen, glaube ich. Da steht halt auch nicht dran, was macht, ne? Ja. Ja, dann nimmst du dort die Pfanne und ich nehme die Axt und dann schieße ich zu zweit. Okay. Claim Wort. Voll geil. Ach, schon wieder nur ein Basic. Unlocks two quests elsewhere. Achso, das kann ich nicht machen. Ich habe ganz viele Steine gekriegt. Echt? Achso, aus deinem. Bricks, Large Bricks, Small Blackstone Bricks, Large Glowstone Bricks, Glowstone Bricks, Large Obsidian Bricks, Large Lapis Bricks. Ich hab Backpacks bekommen und Moss. Tu das mal alles in die Kiste rein hier. Was mach ich denn mit Backpacks? Und das Herz auch. Was? Was mach ich denn mit Backpacks? Hier wird so eine ganze Menge bekommen. Ah, da kann man ja mal, glaube ich, für den entsprechenden Mod irgendwie was reintun. Forester, Digger's Pack. Forester kann man dann, glaube ich, die Saplings reintun von den Forestry oder weiß ich nicht genau. Aber guck mal, hier, warte mal. Kann ich mal die Foresters haben? Den weg. Das? Nein, da. Da kannst du jetzt Holz reinpacken oder was? Nee, ich habe hier einen Schmetterling eben gekriegt. Und das ist aus dem Forestry-Mod. Nee, geht nicht da rein. Ja, keine Ahnung, ich pack die auch erstmal her. Nee, lass dir die Kiste, da ist ja gleich ein Folge. Aber wobei, doch. Ja, ist ja egal. Das ist ja ein Rumpel, wir haben ja auch mehrere Kisten, oder muss die Kiste hier frei bleiben? Ja, weiß nicht, natürlich immer so spezielles Zeug rein. Oder so ein bisschen sortieren schon. Moment, kann man jetzt erstmal noch. Jetzt das, Leute, die geben mir gar nichts wieder, what the fuck. Richtig? Deswegen sag ich, mit dem Essen musste. Das ist ja schon der Bullshit. So, jetzt aber erstmal gucken, was wir noch so für Quests machen können. Achso, ja, wenn ihr abgeschlossen, nächste Quest. Guck mal, ne? Class, weil du Player nicht specific items siehst, du not have to be handled. Aha, guck mal, ne? Guck mal nochmal. Ja, da brauchen wir Papier für. Okay, aber Papier da haben wir noch nicht dran. Ja, und String haben wir halt einfach auch noch nicht. Gut, das heißt, die andere Quest. Ja, String können wir machen, das wird ja erklärt auch. Ja, gut. Wenn man das durchliest, dann hier haben wir es nicht. Lesen. Achso, Task of the Player is to kill certain monsters. 3 Zombies muss man damit töten. Ja? Mhm. Ja, wenn mal welche spawnen, dann kannst du die ja kaputt machen. Skill Level. Guck mal, 4 Attack. Shift for the Stats. Alle die Sachen gehen kaputt. Ja, ja, aber das kann man relativ gut reparieren. Was wollte ich jetzt machen? Achso, so ein bisschen zweite Baumfarben bauen. Nicht einmal. Klar, auf welcher Schwierigkeit spielen wir eigentlich nochmal? Müsste easy sein. Naja, Mann, wir verlieren ja auch Essen, also es ist auf jeden Fall nicht peaceful, das heißt Monster sollten eigentlich auch spawnen. Richtig, aber ja, keine Ahnung, die spawnen irgendwie nicht so viel auf dieser Insel. Übrigens, ne? Wer sich jetzt wundert, warum da unten Latest Death steht. Das ist, weil ich dem Server gejoint bin und irgendwo nirgendwo gespawnt bin. Und dann musste mich Peter erstmal zu sich teleportieren.
Und das sind vielleicht die Letzte. Das könnt ihr jetzt irgendwie ausmachen? Drück mal M vielleicht. Gibt's da